herzlich willkommen auf meinem Multikulti-Channel. Ich bin's Orlaser und heute ist ein super geiler Tag. Ein super geiler Tag. Ihr wisst nicht warum? Ich zeig euch warum. Nee, Spaß beiseite. Ich wollte ein bisschen dramatisch, ein bisschen Action reinbringen. Also Leute, es gab viele Dinger wegen diesem Bitset. Danke dafür. Ich habe mir wirklich alle Kommentare dazu durchgelesen. Teilweise habe ich aber nicht geantwortet, weil ich wollte einfach nur mal sehen, wie ihr darauf reagieren würdet. Das Ding ist, Leute, dieses Set, weil viele ja auch geschrieben haben, sie kaufen immer nur bei ihrem Vertrauenshändler etc. etc. Das Problem ist, Leute, dass dieses Set gar nicht käuflich erwerbbar ist. Ne? Es ist einfach nur eine Zugabe von Makita. Und man kann dieses Set so gar nicht erwerben. Ne? Und auch nicht das andere. Das sind nämlich Gratisbeilagen. So, dieses eine Set, was ich ersteigert habe für 22,95 kosten sollte, das kann man bei Makita extra bestellen für 29 Euro, aber nur als Händler. Ne? Das heißt, als Massenware für Händler. Das heißt, wir Privatleute kommen da so überhaupt nicht dran. Ne? Außer wir kaufen uns so Bohrmaschinen-Set, wo das mit bei ist. Ne? Das ist der springende Punkt gewesen. Hinterher ist man immer schlauer. Das ist immer so. Ne? Und da kann man halt nichts machen. Ne? Aber ich merke immer wieder, dass viele Leute übertrieben intelligent einen auf Klugscheißer machen. Ne? So und sagen, ja, mach das doch so, mach das doch so. Das Witzige ist, diesen Leuten passieren genau diese Fehler. Ne? Und zwar in anderen Sachen. Ne? Dass sie sich zum Beispiel Schuhe aus dem Internet holen. Die passen nicht. Sie regen sich tierisch drüber auf und schicken sie zurück. Ne? So, aber das sind so Sachen, es passiert jedem. Ne? Und es ist einfach so, ne? Damit muss man klarkommen. So, und ich habe den Händler jetzt angeschrieben, habe gesagt, hey, hier ist was falsch gelaufen, ne? Ich habe diesen Artikel nicht ersteigert, bin sachlich geblieben, habe gefragt, noch, warum er das Bild geändert ist. Er hat mir sachlich natürlich zurückgeschrieben sofort, das hat mich überrascht, er hat gleich geantwortet und hat gesagt, das wäre eine neue Charge, also eine neue Produktion. Sie mussten das Bild ändern, weil diese Produktion halt jetzt neu ist. Und ich würde das alte Produkt zugesendet kriegen und soll dem Postboten das alte wieder mitgeben. Ich habe geschrieben, okay, jetzt gucken wir und warten wir mal ab, wie das abläuft. Vielleicht kriege ich ja mein altes Z, wenn das überhaupt alt ist, weil ich finde das alte Z viel besser als das neue Z. Ne? So, gut, dazu mal das. Jetzt kommen wir aber hierzu. Mega Unboxing. Ich finde, dieses Unboxing ist der Hammer, Leute. Wir packen das Paket aus. Leute, das hier ist der Hammer. Da vergesse ich auch den Bitset-Kasten, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich zeige es euch. Ne? Ich bin so happy, Leute. Ich bin so happy. Und jetzt denkt jeder, oh mein Gott, er hat zu viel Geld. Nein, habe ich nicht. Ich habe diese schöne Spektrum DX3S mit Telemetrie und einen Extra-Empfänger für 130 Euro bekommen, Leute. Ich blende euch kurz den Link ein von dem Laden. Diese Seite hat ein guter Freund von mir gefunden, Phoenix. Ich habe eigentlich diese Fernbedienung selber gefunden für 144 Euro, was auch schon ziemlich günstig war. Er hat noch einen draufgeschlagen und hat mir die Seite gezeigt. Der Laden ist astrein, Leute. Der ist ungefähr von mir aus 600 Kilometer entfernt. Ich habe die Fernbedienung jetzt, das hat eine Woche gedauert, das ist aber, finde ich, absolut in Ordnung. Erstens, kostenloser Versand, astreiner Service von ihm. Ich habe da angerufen, er hat mich super nett beraten. Er meinte zu mir, er hat nur noch 5 Stück. Ne? Also wenn ihr schnell sein wollt, Leute, klickt auf den Link unter das Video und bestellt sie euch, weil das Angebot seht ihr nirgendwo mehr. Diese Fernbedienung kriegt ihr niemals für diesen Preis. Nirgendwo. eBay, Mindestpreis 180 bis 170. Niedrigste 160 mit einem Empfänger. Leute, ich zeige euch die jetzt. Ne? Wir packen die zusammen gemeinsam aus. Es handelt sich hier wirklich um einer der geilsten Fernbedienungen, die ich kenne. Zack. Erster Empfänger haben wir hier den SR300. Wir können ihn sehen. Die Bedienungsanleitung. Ich habe auch eine PDF-Datei, die packe ich unten mit rein. Das ist die deutsche Bedienungsanleitung, falls die hier nicht mit bei ist. So, jetzt geht's weiter. So, der Karton kann weg. Hier haben wir die
Spektrum mit dem Telemetrieempfänger. Wie wir sehen, ist das der SR3300T, ne? Das ist der Telemetrieempfänger. Den Empfänger, den wir hier haben, hier ist nur der Standardempfänger. Das ist Telemetrie, normal. Hier haben wir die Fernbedienung, alles nagelneu, wie wir sehen können. Also nicht gebraucht oder so. Ast rein, Leute. Wir packen das jetzt gemeinsam aus. So, wir haben hier unten so einen kleinen schwarzen Kasten. Zack, kleiner schwarzer Kasten. Was könnte hier drin sein? Schauen wir uns mal kurz zusammen an. Ja, Leute, wie gesagt, Preis ist der Hammer. Ohne Witz, wir haben so viel Geld hier bei dem Set gespart. Das gibt es so gar nicht. Ich bin so aufgeregt. So, ich zoome mal ran hier, damit wir uns das mal genauer angucken können. Was haben wir hier drin? Wir haben hier einmal Griffschalen, zwei verschiedene Größen. Eigentlich sind es drei, die eine ist schon an der Fernbedienung. Hier haben wir nochmal zwei verschiedene Griffschalen. So, was haben wir noch dabei? Wir haben vier Batterien sind damit bei, um gleich die Fernbedienung in Betrieb zu nehmen. Wir haben eine Batteriebox, wir haben ein Blindpult für den Empfänger, damit können wir Empfänger sperren. Oder einen Sender sperren können wir damit, glaube ich. Eine Batteriebox ist damit bei und, Leute, ein An- und Ausschalter ist damit bei. Den könnt ihr jetzt schlecht sehen, weil der da in der Folie ist, aber da ist ein An- und Ausschalter mit drin. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. So, es geht weiter. Wir haben hier die komplette Telemetrie drin. Ne? Das ist ein abgefahrenes Angebot, Leute. 130 Euro. Allein schon nur die Telemetrie mit dem Empfänger kostet 100 Euro. Ne? Und die Fernbedienung kostet 100 Euro bei eBay oder bei anderen Händlern ohne Empfänger. Ne? Hier haben wir alles dabei plus zwei Empfänger, Leute. Das ist ein astreines Angebot. Ne? Ich muss das nochmal erwähnen. Hier haben wir die Telemetrie, den Geschwindigkeitssensor oder Umdrehungssensor haben wir hier. Hier haben wir den Hitzefühler für Brushless-Motoren. Hier haben wir den Hitzefühler für Verbrennungsmotoren. Alles mit drinne. Weiter geht's. Da ist nämlich noch was drinne. Und zwar haben wir hier vier Halter oder besser gesagt drei Halter plus Schrauben. Und die Aufkleber für die Telemetriefunktion oder für die Umdrehungstelemetrie oder Geschwindigkeitstelemetrie. Ich muss mal kurz gucken, ob ich das so hier so gewackelt kriege, damit ihr euch das angucken könnt. Alles dabei. Da unten sehen wir die Aufkleber. Das sind die Aufkleber für den Empfänger, für die Telemetrie. Hier sind die Halter. Alles dabei. Und der Karton ist leer. Aber wir haben, wie gesagt, alles da drin. Ne? Es ist alles dabei. Kommen wir zur Fernbedienung. So. Leute, das ist abartig, ey. Das ist wirklich ein abartiges Angebot. Also wer da nicht zuschlägt, ist selber schuld. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, und das Ding ist, ich wollte mir die ganze Zeit über diese Fernbedienung besorgen, Leute. Aber ihr kennt mich. Ich bin jemand, der achtet auf Angebote. So, und das ist ein Angebot, wo ich zugeschlagen habe. Und das empfehle ich wirklich jedem. Einfach abwarten und warten, bis das richtige Angebot ist. Diese Fernbedienung gibt es nirgendwo für diesen Preis. Nirgendwo. So, jetzt holen wir auch nochmal den Empfänger hier raus. Der sitzt da nämlich auch noch drin. So. Da ist das gute Stück. Und dann können wir das hier wegpacken. Wir sehen, dass hier ist überall noch diese Plastikfolie von der Fernbedienung. Hier haben wir die Telemetriefunke. So. Wow, Leute, wow, fühlt sich Hammer an. Hier haben wir noch Schutzfolie drauf, auf dem Display ist noch Schutzfolie drauf, deswegen sieht das so ein bisschen zerkratzt aus oder matt so, aber da ist noch die Folie drauf, das sehen wir hier. Wir haben hier überall noch, auch hier unten ist noch überall die Folie dran, also die ganze Funke ist nagelneu, selbst hier vorne auf dem Spektrumaufkleber ist noch die Folie drauf, ne? Das ist einfach nur Folie, seht ihr? Also die ganze Funke ist niegelnagelneu. Hier ist nichts gebraucht oder so. Okay, das Rad fühlt sich sehr gut an. Also es wirklich fühlt sich sehr hochwertig an. Unten der Hebel fühlt sich... Es gibt so... Also es ist ein bisschen leicht, muss ich sagen. Er gibt kein Feedback. Für mich ist die Funke so ein bisschen winzig. Deswegen werde ich wohl größere Griffschalen nehmen, weil ich hier mit dem Daumen gegen meinen Geschwindigkeitszeiger ankomme.
Muss ich mal gucken. Aber ansonsten, ja, doch, merkt man. Ich könnte mir vorstellen, doch, doch, das merkt man alles. Richtig geil. An- und Ausschalter hier unten. Hier unten haben wir die Klappe. Die ist ein bisschen locker. Aber nicht sehr schlimm. Okay, die kann man aufmachen. Kann man das Fach rausnehmen, um einen Akku einzubauen? Nein, ich glaube, das ist fest. Kann man leider nicht rausholen. Oder man kann es irgendwie rausholen, aber ich würde es jetzt nicht kaputt machen, um hier einen Akku einzubauen. Auf jeden Fall ist der Deckel sehr fest. So, ist nur anfangs ein bisschen locker. Die Griffschalen. Hier haben wir eine Trimfunktion. Die Griffschalen kann man hier lösen, indem man das irgendwie so abzieht, habe ich gesehen. Ich probiere das später mal. Auf jeden Fall müssen hier auf jeden Fall andere Griffschalen dran. Ich werde, glaube ich, mir hier eine etwas größere dran machen. Hat man ja alles dabei. Ansonsten fühlt sich die Funke sehr gut an. Ist auch schön so eine Hand. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn Batterien noch drin sind. Das machen wir jetzt gleich mal. Wir machen jetzt mal gleich Batterien rein. So, da sind wir wieder. Ich werde hier Alkaline von Aldi benutzen. Nagelneue für den Sender. Und dann probieren wir das Ganze mal hier aus. Ich finde natürlich cool, dass sie hierfür Batterien mit reingetan haben ins Set, um die Fernbedienung gleich mit Batterien zu versorgen. Das Problem ist, sie packen hier eine Empfängerbox rein, wo 4 Batterien rein können, aber packen nur 4 Batterien mit rein. Ne? Für so einen Preis von 300 € erwartet man natürlich ein bisschen was. Gut, ich habe jetzt keine 300 € bezahlt. Hätte ich auch niemals gemacht, Leute. So, da unten leuchtet's. Hier oben haben wir am Display gleich ein Einstellungsmenü. Wir gucken uns das mal kurz an so und gehen da mal kurz schnell durch. Hier sehen wir also viele verschiedene Einstellungen. Ich müsste mir ehrlich gesagt erstmal No-Tele. Achso, hier zeigt er gerade an No-Telemetrie. Mal gucken, können wir hier unten drehen. Okay, hier zeigt er uns jetzt das an mit Trimmung etc. Okay, er hat also noch keinen Empfänger gefunden. Wir schließen jetzt mal einen Empfänger an, und zwar den Telemetrieempfänger. Hier steht Warnung. Achso, das sind hier die Telemetrie-Ports. Okay. Wir machen mal die Batterie mit dran. Dafür nehmen wir das Original. Ich habe hier einen Servo jetzt nur am Start, um mal hier reinzuschauen. So, hier haben wir den An- und Aus- und die Batteriebox. Jetzt gucke ich gerade mal. Okay, der An- und Ausschalter ist sogar extra. Das ist richtig cool, Leute. Das ist ein Extraschalter. Der ist nicht mit der Batteriebox oder so verklebt. Hier ist sogar so ein Adapter mit drauf. Den kann man sogar eventuell noch abziehen. Hier haben wir die Batteriebox. Wir benutzen jetzt einfach mal die Batteriebox, weil ich gerade auch gerade meine Akku-Packs nicht in Reichweite sind. Nur mal, um zu gucken, ob auch alles funktioniert. So. An- und Ausschalter ist auf Off. Stecken wir mal das hier in die Telemetrie rein. Und eigentlich müsste das so rum rein. Dann kommt der Servo dazu. Und da wir keine Telemetrie haben, brauchen wir sie auch nicht anbenutzen. Zack. Jetzt hat er was gefunden. Sofort fängt hier der Empfänger an zu leuchten und die Fernbedienung hat sofort umgeschaltet. Und ich guck mal. So funktioniert. Und er zeigt auch sofort die Daten an, die wir hier haben. Ich probiere das mal ran zu zoomen. Ich muss auch immer ein bisschen gucken, deswegen nehmt mir das nicht böse. Wir haben hier auch gleich oben hier Modell und die ganzen Arten. Die Reichweite wird hier angezeigt. Das finde ich richtig cool, dass hier die Reichweite angezeigt wird. Die Entfernung zu den Empfänger. Richtig cool. Dann haben wir hier Max Temp und also Max Umdrehung und Temperatur. Aber ist ja nichts. Dann haben wir hier Batteriebox Anzeige und irgendwo, wo ist das? Ich muss mal kurz hier gucken bei mir. Ach so, nee, hier oben ist das, Leute, hier oben. Die Batteriebox hier hat 6,2 Volt und hier unten ist unsere Fernbedienung mit 6,5 Volt. Also wird uns sogar die Voltzahl angezeigt. Hier ist die Umdrehungszahl, oder das kann man später auch, glaube ich, einstellen in Geschwindigkeit.
Ich weiß nicht, hier unten ist die Temperaturanzeige. Ja, und der Servo funktioniert astrein, Leute. Ich bin in dem Sinne sehr zufrieden. Wir werden aber jetzt noch mal einen Test machen. Und zwar, wir sehen ja hier, die Voltzahl von dem Empfänger ist 6,2. Ich hole jetzt mal kurz mein Akku-Pack. Und so, da habe ich mal gesucht und auch gefunden. Und bevor wir hier einen kurzen verursachen, gucke ich jetzt erstmal kurz. Schwarz, schwarz, rot, rot. Geht das? Und ja, die kann auch angeschlossen werden. Und ach so, falsch, Leute. Ha, guck mal, jetzt habe ich sogar falsch beraten. Hier oben ist die Fernbedienung und hier unten ist die Batteriebox. Jetzt haben wir hier nämlich die Batteriebox mit 6,9. Jetzt schalte ich die mal ab. Und er zeigt das sofort an. Schalten wir die wieder an. Zack, 6,9, 6,7 und jetzt wieder 6,9. Jetzt schalten wir die ab. Schließen kurz mal die Batteriebox an. Schauen unten auf die Anzahl. Ja, hat das? Ja. Und schalten hier unten wieder ein. 6,5. Klasse, funktioniert. Auf jeden Fall dieses Batteriepack hier weniger Volt als mein halbgeladener Akku-Pack. Klasse Sache, muss ich sagen. Ganz, ganz großes Kino. Diese Fernbedienung ist wirklich ein astreines Set. Ich bin begeistert, Leute. Ich bin wirklich hammer, hammer begeistert. Eine geile Fernbedienung. Ist auch nicht zu schwer durch die vier Batterien. Sehr, sehr, sehr geil, muss ich sagen. Ich bin happy. Ich bin wirklich, wirklich happy, endlich was Ordentliches zu haben. Geil. Wirklich geil. Die Spektrum DX3S. Ja, Leute, das ist, wie gesagt, hammergeil. Ich habe jetzt hier nochmal den normalen Empfänger. Und jetzt denken sich wo viele. Also, wie gesagt, Leute, das Angebot habe ich nirgends gefunden. Wie gesagt, wir haben hier die DX3S Telemetrie-Funke mit Telemetrie-Empfänger und normalen Empfänger plus das ganze Zubehör für 130 Euro bekommen. Das gibt es so momentan nirgends. Glaubt es mir. Wer sich jetzt denkt, ja, das ist ja ein schönes Angebot, Laser, aber was soll ich mit einer Funke, wo die Empfänger arschteuer sind, den kann ich auch beruhigen. Man muss ja nicht in jedes Auto Telemetrie einbauen. Ne? Ich werde mir das jetzt so machen, dass ich mir hier die Sensoren einzeln besorgen werde, also so im Set besorgen werde und sie dann so in meine Autos einbaue und dann immer nur den Telemetrieempfänger tauschen werde. Oder ich kaufe mir einfach, wie hier jetzt auch mitgeliefert in dem Set, diesen Standard SR300 Empfänger und der kostet 33 Euro bis 35 Euro bei eBay und der kommt halt in meine anderen Autos, ne? Und dann kann ich trotzdem meine Funke benutzen. Das ist einfach göttlich, Leute. So muss ich nie wieder die Funke tauschen. Und ich habe hier wirklich ein System, das tausendmal richtig geile Bewertungen bekommen hat, das wirklich super sein soll. Wir werden das natürlich alles selber testen. Ach, hier haben wir zum Beispiel den AUX-Kanal. Der ist hier an der Seite. Cool. Wir werden das natürlich alles selber testen. Und ich muss sagen, von der Verarbeitung her finde ich die Spektrum wirklich sehr gut. Ich sehe hier keinen Mankel. Hier hinten haben wir den Anschluss für den Akku. Ansonsten sehe ich hier echt null Verarbeitungsprobleme. Was mich immer bemängelt habe oder was ich auch im Internet gelesen habe, dass unten der Monitor, dass unten die Monitorverarbeitung schlecht sein soll. Wir haben hier einen Spalt, das ist richtig, aber trotzdem ist der Spalt hier bei mir in Ordnung. Es kommt vielleicht so rüber, als würde er ein bisschen runtergehen, aber das ist eigentlich noch alles ziemlich in Ordnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich sehe da keinen Mangel. Ja, ja, die Antenne ist astrein, lässt sich super verarbeiten. Viele stellen die Telemetrie-Fernbedienung auch immer so hin. Ich habe auch schon im Internet so einen Schuh gefunden, den werde ich mir auch besorgen. Der passt hier, genau hier in die Konturen rein. Und das ist so ein Gummischuh, den werde ich mir besorgen, um mir den Boden nicht zu zerkratzen. Der kommt hier so rum. Das werde ich mir besorgen. Und glaub mir, über diese Telemetrie-Funke wird es noch viele Videos geben. Ne? Also ich werde auf jeden Fall zeigen, wie man die Sachen einbaut. Ich werde
zeigen, wofür die Empfänger sind oder wofür ich sie verwenden werde. Wie gesagt, ich bin happy. Ich habe hier eine Telemetriefunke mit zwei Empfängern. Einmal die Telemetrieempfänger und einmal den Standardempfänger. Plus die Funke und das ganze Zubehör. 130 Euro, Leute. Das kriegt ihr nirgendwo. Vertraut mir einfach, das kriegt ihr nirgendwo. Das ist ein geiles Angebot. Und selbst wenn ich diese Funke mit dem Zubehör wieder verkaufen würde, gebraucht, würde ich sogar mehr kriegen, als ich bezahlt habe. Ne? Werde ich nie wieder verkaufen. Ja, Leute, ich packe euch den Link von dem Händler unten rein. Wie gesagt, es sind nur noch 4-5 Stück da. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Ansonsten ist das Ding ausverkauft. Und bei ihm wieder für einen höheren Preis verfügbar. Aber wie gesagt, das ist einfach ein Angebot und ihr kennt mich, ich achte auf sowas und ich muss hier an der Stelle auch nochmal Phoenix danken, der mir dieses Angebot gezeigt hat, weil ich habe es selber so nicht gefunden. Wie gesagt, der Laden ist von mir 600 Kilometer entfernt, wieder Grenze Schweiz, so wie ich das gesehen habe. Und ja, der ist arschweit weg von mir und da bin ich echt happy drüber. Danke Phoenix, ne, dass du mir das gezeigt hast. Wie gesagt, ich habe selber einen Laden gefunden, den packe ich auch unten in die Beschreibung. Da kostet die Fernbedienung 144 Euro allerdings. Ich weiß aber nicht, ob da auch alles bei ist. Das müsst ihr euch dann selber angucken. Ich packe den Link trotzdem rein, falls ihr für 130 Euro da nichts mehr bekommt. Gut, Leute. Wie gesagt, über diese Fernbedienung wird es noch einige Videos geben. Und werde ich auch noch ein paar Videos machen. Zum Beispiel den Einbau. Kommt das Video... Ich bin gerade abgelenkt hier von den Haltern. Das sind hier unterschiedliche Halter, sehe ich gerade noch. Das ist ja echt genial gemacht. Ich habe auch gesehen, wie man diese Halter richtig installiert. Das machen wir auch zusammen. Also wir werden hier diesen Geschwindigkeitssensor richtig installieren. Ich werde das alles zeigen, wie das richtig funktioniert und wie das richtig eingebaut wird. Und wo war ich stehen geblieben? Ja, wie gesagt, da wird es noch Videos geben. Das kommt jetzt in den Virus 2. Also die Telemetriefunktion. Den normalen Sender werde ich mir jetzt so besorgen noch. Weil das geht eigentlich noch vom Preis her. Und was ich jetzt noch mal kurz machen werde, kurz bevor wir hier Ende machen. Oh, schönes Intro sogar hat die Fernbedienung. Wir werden gucken, ob der normale Empfänger auch so schnell gebunden wird mit der Fernbedienung wie der Telemetriesender. Oh, ich habe den noch angehabt. Kurz ausmachen und anmachen. Ja, die Fernbedienung sagt zwar, dass wir keine Telemetrie haben, aber er zeigt trotzdem alles an. Der normale Empfänger ist einfach auch ohne Telemetrie. Das sagt er hier aber auch. Er zeigt uns keine Daten an, nichts. Ne? Aber er funktioniert trotzdem. Ne? Und gut, das muss man halt eben so hinnehmen. Ne? Und jo. Ist aber in Ordnung. Ne? Habe ich kein Problem mit. Wenn man natürlich den Telemetrieempfänger haben möchte, muss man nämlich einiges hinblättern. Und ich muss mal gucken, ob man den überhaupt so als Angebot irgendwo herbekommt, weil die sind irgendwie arschteuer irgendwie. Und ja. Gut, Leute, das war's mit meinem Unboxing. Ich bin happy. Da ist die Bit-Geschichte ist auch schon wieder vergessen. Das ist mir echt egal, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Dieses Set hier hat mich einfach heute mir ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Und... Ich bin einfach glücklich. Ne? Ich bin einfach happy. Ne? Und ihr kennt mich. Ich warte und achte auf Angebote. Und das war auch in diesem Fall so. Ich habe einfach mir Zeit gelassen und abgewartet. Und wenn man abwartet und sich Zeit lässt, dann bekommt man auch sein Produkt halt nur günstig. Ich bin's, euer Laser. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss. So, Leute, noch was vergessen. PS. Wir haben sogar richtig geile Spektrum-Aufkleber mit dabei. Oh, das wird das Auto so schön schmücken, egal welches. So, jetzt bin ich aber raus hier. Ich wünsche euch was. Tschüss.